So, da sind wir wieder. Zweiter Teil, Legend of Grimrock, Dungeon Crawler Game in unserem ersten Roleplay Run. Wir waren hier letztens mal vor dieser Tür stehen geblieben und wollten mal vorsichtig lunzen, was dahinter ist. Oha, eine Fratze starrt uns entgegen mit weit geöffnetem Mund. Wenn ich jetzt hier durchlaufe, kommt mir doch bestimmt irgend so eine fiese Giftwolke oder Feuerball oder was weiß ich was entgegen. Deswegen ein kleiner Trick. Nein, da passiert nichts. Okay. Also, müsste relativ sicher sein. Ja. Okay, keine Falle soweit. Sieht gut aus. Okay. Ja, hier haben wir wieder einen Hinweis. Was steht da? Heile meine Sicht. Ah, das ist so eine Art Schlüsselrätsel hier. Vermutlich müssen wir ihm für seine Augen was finden. Dann kommen wir hier durch. Alles klar. Okay, wo gehen wir lang? Kopf wie gesprungen. Schleichen wir mal hier lang. Was haben wir hier? Ranken an der Wand. Aha, neues Gebiet, oder? Komm, Fackel. Oh, was ist das? Neuer Gegner? Okay. Ah, komm her. Eine Art Riesenpilz ist das. Okay. Oh, der hält ein bisschen mehr aus als die Schnecke. Naja, okay. Gerade wo ich es gesagt habe, war es schon wieder vorbei. So. Oh, ich habe den Mund zu voll genommen. Da sind ja mehr von dieser Horde. Jetzt muss ich nervös werden, jetzt habe ich zu früh geschlagen. Komm, 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 komm. Zack, zack. Hier, unser Borgrim ist schon getroffen worden zweimal und ihr geht das Mana aus. Jetzt bloß keine Panik kriegen hier. Okay, was ist das? Schauen wir gleich. Erstmal hier den Kollegen hier noch. Ausweichen klappt ganz gut bei ihm, habe ich so das Gefühl. Der Plan scheint aufzugehen. Hier war doch noch einer, genau. Sogar zwei noch. Bisschen Mana sparen hier. Oh. Sind auch ziemlich schnell, also mal eben vor und zurück. Gehen schief, wie wir gerade merken. Okay. Zack. Komm her, du Riesenpilz. Bisschen aufpassen, ihr Borgram ist schon gut angeknackst hier. Oh, 30 Schadenspunkte. Bisschen Backsteppen hier. Jawohl, komm her. Gut. Huiuiuiui. Das war der erste etwas ernstzunehmendere Kampf, denke ich. Hier, deine Fackel ist alle, die kannst du mal lassen. Okay, das war die kaputte. Was haben wir denn hier? Aha, auch was zu essen. Wir essen dann ganz kannibalistisch hier diese Riesenpilze. Naja, wahrscheinlich besser als gebackene Made. So, was haben wir hier noch? Eine Grimrock-Pilz, eine Kappe. Okay, ein wirklich leckerer Pilz, den man hier in Untergrundhöhlen finden kann. Okay, also es gibt Köche, die ihn hochloben für ihre besten Suppen. Okay, also was Schmackhaftes.
Das freut uns natürlich. So, hier haben wir eins von diesen vermutlich Augen. So, da ist noch ein Pilz. Was haben wir hier? Aha, ein Kraut. Ein seltenes Kraut, das in Sümpfen und anderen Gebieten wächst. Es ist bekannt für seine große Heilwirkung. Okay. Aha, das könnte was für die Bubakia sein. Alchemie oder sowas. Schauen wir mal. So. Okay, was ist das? Ein blauer Edelstein, alles klar. Wofür bist du? Ach, guck. Ein Geheimnis. Wir haben ein Geheimnis gefunden. Sehr geil, sehr geil. Ja, das freut mich. Super. Buckley ist ganz aus dem Häuschen. Was haben wir denn hier? Ein Dolch. Was kannst du? Attack Power 7 und plus 5 Accuracy und du hast Attack Power 5. Okay, dann geben wir das mal ihm hier, weil dann hat er den Abzug nicht mehr für die blöde Keule da. Zack. Macht zwar ein bisschen weniger Schaden, aber dafür trifft er auch wesentlich öfter. Ich denke, da lassen wir die Keule direkt mal hier. So, hier mal noch Kräuter. Das und das. Was ist das Schönes? Schauen wir gleich. Okay, eine Höhlenranke ist das. Ziemlich oft vorkommendes Kraut, das in dunklen Plätzen wächst. Und es wird benutzt, um Schlangenbisse zu behandeln. Ah, also für Gegengift vermutlich. Wichtig. Ja, sehr schön. Geht doch voran, würde ich sagen. Geht doch voran. Einen der Augen haben wir damit. Also die Secret scheint doch recht eindeutig zu sein, wenn man sich die Wände bewusst anguckt. Sehen die Schalter doch sichtbar, bislang zumindest. Und so, da ist noch Schnecken am Start. Da, Sackgasse. Okay. Hallo, jetzt gucken. Ah, gleich 20 Schaden, der drillt auch. Ich glaube, das war die richtige. Jawohl, das war die richtige Entscheidung. Gut. Oh, jetzt haben sie ein paar Mal daneben gehauen. Die Kameraden. Tja, man soll den Mob nie vor dem Abend loben. Und wie wir sehen, kostet das sogar Energie zuzuschlagen. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Okay. Das heißt, so lange Kämpfe sind gar nicht. Ah, ja. Aber finde ich ganz gut. Das simuliert so ein bisschen die Erschöpfung. Kann ja nicht ewig rumkloppen. Was haben wir da? Oh, eine Spruchrolle und noch ein Lendenschurz. Und ein Umhang. Alles klar. So, Lendenschurz ist für dich. Bist du nicht mehr nackig? Ausweichen plus 2 ist natürlich für ihn. Komm. Sehr schön. Ah, das freut Mordred. Denn jetzt hat er den Mantel auch endlich wieder. Ah, hier kriegen wir erklärt, wie die Zaubersprüche funktionieren. Alles klar. Gut, den Feuerspruch kannte ich jetzt, den habe ich mir vorher nachgelesen, damit man nicht ganz nackig dasteht. Aber ihr seht, man würde das auch so rauskriegen. Na gut, dann will ich das auch so halten für die Zukunft, dass wir nur Zaubersprüche benutzen, die wir auch kennen. Also im Spiel kennen. So, dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier reinkommen. Oh je, jetzt ist hinter uns zu. Das war wahrscheinlich nicht so schlau. Das
haben wir uns hier in den. Das müssen wir natürlich vermeiden, wenn es geht. Ging aber gut aus. Huiuiui, das hätte schief gehen können. Okay, Essen haben wir jetzt nun doch ein bisschen was. Komm, iss mal sowas Ekliges hier. Du auch. Komm hier, Baklia, die findet die Made schon sogar lecker. So, du kriegst auch. Na komm, Augen zu und durch. Gut. Hier ist der zweite Edelstein, sehr schön. Hier ist auch ein Schalter, um hier wieder rauszukommen, denke ich. Ja. Ups, Moment. Nee. So müsste es doch gehen, ne? Ja, so geht's. Gut. Ja, haben wir doch alles. Sehr geil, sehr, sehr geil. So, dann. Einmal. Was bist du denn? Au! Das tut doch weh. Au! Au, 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 aufpassen, aufpassen. Der ist nicht ohne, der Kamerad. Oh, null Schaden. Cool. Na, das war eine Überraschung. Meine Herren. So, was hast du dabei? Ein Schild und ein Speer. Legionärsschild, Ausweichen plus 5. Und Legionärspeer, Attack Power 10. Okay, kriegst jetzt du? Kannst du auch? Kannst du sogar? Aber ich glaube, es ist besser, wir geben ihm das. Ja. Obwohl eigentlich ja Wargrim natürlich öfter getroffen wird. Okay, wir haben auch gleich unser Level up, sehe ich. Schön. Also. Huch. Was leuchtet da hinten so blau? Spruchrolle. Gucken wir gleich. Noch eine Spruchrolle. Noch eine Spruchrolle. Ja. Und da geht's runter. Nächste Ebene. Okay, damit hätten wir Level 1 wohl geschafft. Was bist du? Ah, okay, Save Point. Alles klar. Alles klar, alles klar. So, was haben wir denn? Okay. Das ist wohl eine Spruchrolle, die uns direkt Leben bringt. Okay, damit kann man an Türen öffnen. Und was haben wir hier? Das ist die Feuerrolle, die kennen wir schon. Und Poison Cloud. Okay, das ist Erdmagie 3. Alles klar. Gut. Wieso hat sie eigentlich nur 772 Erfahrungspunkte und er 810? Komisch. Na gut, okay, super. Wir haben das erste Level geschafft. Jawohl, wir sind auf dem Weg nach unten dann. Sehr geil, sehr geil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht es Riesenspaß und ich bin mal gespannt, ob es weiter so gut läuft. Und ja, ich freue mich auf euch beim nächsten Part. Ne? Also, bis dann, ciao.